Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen Viktoria Köln und dem Halleschen FC. Die Partie endet mit 4:2. Ich begrüße natürlich die beiden Cheftrainer Stefan Reisinger und Olaf Janssen. Der Gast hat wie immer das erste Wort. Ja, hallo zusammen. Wir haben uns vor dem Spiel vorgenommen, dass wir offensiver natürlich an die Sache rangehen wollten. Entsprechend, weil wir natürlich auch wussten, welche spielerische, fußballerische Qualität Köln hat. Die Mannschaft, denke ich, hat den Matchplan über 60 Minuten super umgesetzt. Ich kann der Mannschaft 60 Minuten lang wirklich keinen Vorwurf machen. Wir haben aggressiv gestört, wir hatten unsere Möglichkeiten, wir sind ruhig geblieben im Ballbesitz. Haben wir dann nach der Halbzeit, in der Halbzeit das kurz noch mehr angesprochen. Haben wir dann eigentlich auch zum richtigen Zeitpunkt gleich nach der Halbzeit mit Mero und mit Tunay da die Tore gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, denke ich, war Köln eigentlich am Boden. Dann hat man das Problem, dass wir personell wechseln mussten. Wir mussten verletzungsbedingt, wegen krankheitsbedingt, Baum mussten wir rausnehmen. Der hatte Magen-Darm-Probleme letzte Nacht schon und Kreuz. Der dann auch nicht mehr konnte, musste man dann leider umstellen. Dann kommen wir auch mit der Standardsituation, die auch so nicht passieren darf. Das muss man dann auch ehrlich sagen. Wir kriegen zwei Tore nach Standardsituationen, wo ich auch explizit da schon hingewiesen habe. Elfmeter für mich dann auch strittig, aber wir waren einfach auch nicht so kompakt. Wir haben die Kölner dann auch viel zu viel dann zugelassen. Klar, das 4-2 dann mit ihrer Qualität, da muss man noch mehr ins Risiko gehen. Und es ist halt dann sehr bitter, dass wir am Ende dann einfach ohne Zählbares dastehen und dann 4:2 verlieren. Vielen Dank, Olaf. Dein Fazit. Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, Stefan hat es insgesamt gut zusammengefasst. Ich fange mal, ja, vielleicht hinten an. Hab der Mannschaft im Kreis gesagt, dass ich sowas von stolz auf die ganze Mannschaft bin. Wir sind die Mannschaft mit den meisten Punkten nach Rückstand in der Liga. Wer sich ein bisschen mit uns beschäftigt, glaube ich, weiß, welchen Wahnsinn wir in der Saison ertragen mussten. Mit ständig 6, 7, 8, 9 Stammspielern, die ausfallen. Das für so einen kleinen Verein das aufzufangen, ist brutal schwer. Das geht über zwei Dinge. Nicht jammern und du brauchst Führungsspieler, die diese Verantwortung nehmen und nicht mit Fingern auf den anderen zeigen. Und das zeichnet diese Mannschaft überragend aus. Ja, ich bin einfach überglücklich, weil, ja, wie Stefan gesagt hat, die erste Halbzeit war mir viel zu fickrig mit dem Ball. Haben trotzdem zwei vernünftige Torschancen, fand ich noch, mit Luca Masaila. Schießen eigentlich gefühlt wieder zwei Eigentore, genau wie in 60 auch. Und normalerweise bist du dann erledigt. Und was wir dann da gemacht haben, an der Stelle einfach nochmal, möchte ich auch Jeremias Lorch rausheben, weil er einfach dann diesen Mut gezeigt hat, den ich von meinen Spielern kenne, ja, sich in den Räumen anzubieten, über die Linien zu spielen. Das haben wir dann klasse gemacht und am Ende des Tages hat genau der den Doppelpack gemacht, dem ich das von Herzen gönne. Ein super Junge, den wir im Winter geholt haben als Beispiel, der zwei Jahre lang mit dem Kreuzbandriss ausgefallen ist und kein einziges Spiel gemacht hatte und sich rangekämpft hat und heute natürlich dann sich und die Mannschaft belohnt hat. Und ja, deswegen, ja, stolz, glücklich. Und an der Stelle, Stefan, trotzdem, ne, alles Gute. Ich weiß, viele werden sagen, schwierig, aber ich habe mal selber als Spieler mit Eintracht Frankfurt eine Geschichte geschafft, die ist mir bis heute in Erinnerung. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und es gibt 5 Spiele, 15 Punkte. Und wer weiß. Okay, vielen Dank. Danke, Olaf. Der Blick in die Runde. Gibt es Fragen? Tobias Groß von der Mitteldeutschen Zeitung. Erstmal hallo und Glückwunsch an Herrn Janssen. Herr Reisinger, es gibt ja Niederlagen so wie letzte Woche. Das sind keine Niederlagen. Und dann gibt es so Niederlagen wie heute, die sind ein richtiger Schlag. Was macht das mit Ihnen persönlich, so ein Spiel jetzt? Und wie wollen Sie es schaffen, die Mannschaft jetzt wieder aufzurichten? Ja, da muss man ehrlich sein, dass das heute schon eine große Enttäuschung ist. Da bin ich ehrlich, das
geht jetzt im ersten Moment auch nicht an mir spurlos vorbei, weil die Jungs wirklich das eigentlich gut umgesetzt haben, 60 Minuten lang. Und, aber so ist es, so ist der Fußball, der ist manchmal bitter, der ist manchmal auch extrem hart. Und da muss man das einfach auch wieder klar analysieren und dann die Köpfe wieder oben nehmen. Olaf hat es angesprochen, wir haben trotzdem 5 Spiele noch. Aber trotzdem, unabhängig jetzt von den 5 Spielen, wir brauchen halt einfach auch dann in den Momenten, egal wer dann auch da ist, über 90, 95 Minuten einfach dann auch die Galligkeit und auch dann alle die Bereitschaft, das dann alles in die Waagschale zu schmeißen, dass du dann hier auch vom, dann gehst du hier auch als Sieger vom Platz. Und das haben wir dann einfach zum Ende hin auch nicht geschafft. Das muss man dann auch ehrlich sagen. Da fehlt es dann auch an der Power, wenn man dem Tempo dann nicht Tribut zollen kann. Können Sie sich erklären, warum das am Ende gefehlt hat? Ja, natürlich musste man verletzungsbedingt wechseln. Hatte ich ja schon angesprochen. Baumann hatte Magen-Darm gestern. Der war mit den Kräften dann am Ende. Und Kreuz war auch natürlich angeschlagen. Aber es ist halt so, da müssen die Jungs halt da sein. Ich kann jetzt in jeden körperlichen Zustand bei jedem einzelnen Spieler natürlich jetzt auch nicht reingucken. Klar, ich habe eine andere Vorstellung von körperlicher Power und Ding. Und wir arbeiten natürlich punktuell unter der Woche dran. Aber das ist klar, dass das natürlich nicht von heute auf morgen geht. Jetzt kannst du nicht viel machen. Aber dann muss ich über die Mentalität, da muss ich einfach dann alles verlangen, dass ich da einfach das Tor bedingungslos verteidige. Und vor allem taktisch das halt einfach so mache, wie man das dann über 60 Minuten gut gemacht haben und das gut zu verteidigen. Und das ärgert mich einfach, weil das einfach enttäuschend ist. Und wenn man dann die Jungs da sieht, die haben halt einfach was verdient gehabt. Und das ist halt einfach dann auch für mich enttäuschend. Weitere Fragen scheint es nicht zu geben. Frage an Olaf Janssen, erstmal Glückwunsch auch zu Sieg von mir. Ja, HT 0-2, was ist da in Ihnen vorgegangen? Also da hat man ja vermutlich als Trainer gedacht, so nein, das wird heute wohl nichts mehr. Und dann kam dann der schnelle Anschluss, ja. Was haben Sie da gedacht in dem Moment? Ja, im ersten Moment bin ich natürlich total bei Ihnen, weil es war ja täglich grünes Murmeltier, weil es letzte Woche ja schon mal da war. Ne? So, also dieses Gefühl, also dass wir jetzt nach dem Ding wieder aufstehen, das wird ein Brett. Und dann nach dem 2-1, natürlich, dass das relativ früh gefallen ist, da habe ich schon gedacht, okay, vielleicht können die Jungs das trotzdem nochmal biegen. Ne? Und ja, es war so ein ganz besonderer Moment, habe ich den Jungs auch nachher nochmal im Kreis gesagt, das werdet ihr auch ganz lange im Kopf behalten, weil wir normalerweise da am Boden waren. Sind wir ehrlich, wir können rechnen, da wären es 7 Punkte. Wir spielen jetzt beim ersten, zweiten, dritten und vierten der Tabelle. So, da konnte man davon ausgehen, dass wir auch nicht haushoch gewinnen, die Spiele. Und das wussten natürlich auch wir und meine Spieler. Und das ist dann schon nochmal was ganz Besonderes da heute. Dann nochmal der Blick in die Runde. Das scheint nicht der Fall zu sein mit weiteren Fragen. Dann den Gästen eine angenehme Heimreise und ein schönes Restwochenende. Vielen Dank.